Hallöchen, Freunde, bei den Crazy Movie Cats zur guten wie auch zur schlechten Unterhaltung. Ja, bevor es in die Unterwelt geht, sind wir ein bisschen mal wieder rumgeflattert und haben einige Sachen gekauft. Sogar Filme. Ja, unglaublich. Endlich mal wieder ein Blu-ray-Update. Okay, los geht's. Ich flatter jetzt weg. Moment. Da. Okay, wie Gaston schon gesagt hatte, bevor es in die Klapsmühle Unterwelt des Grauens geht. Nächste Woche geht's los, Donnerstag. Ich habe einen Termin. Ja, und ja, ich war heute mal wieder shoppen. Und diesmal habe ich sogar was gekauft. Ja, was waren wir denn einkaufen? Erstmal haben wir hier bei Edeka Klopapier gekauft. Für die letzten Tage zu Hause muss man sich ja noch mit Klopapier eindecken. Und das. Ich habe festgestellt, oh Scheiße, ich habe keinen Badeanzug. Und das letzte Oberteil, was ich mir gekauft habe, das ist mir einfach zu, wie soll ich sagen, eng und das war kaputt. Und dann habe ich mir einfach einen Badeanzug gekauft, weil ich habe einfach keinen Badeanzug. Ein bisschen größeren Badeanzug, falls ich da irgendwie im Wasser planschen muss. Oh mein Gott. Was brauche ich noch? Einen Bademantel. Ich habe auch keinen Bademantel. Verdammt. Die letzten Tage. So, das hier ist der Badeanzug, den ich mir gekauft habe. Ist da hinten voll rückenfrei. Ey, wie furchtbar. Der sieht ja voll klein aus in der Kamera. Du Scheiße. Und so ausgeschnitten. Und ich habe gedacht, ich kann mir da vielleicht noch eine Badeshorts zu anziehen. Wenn ich eine finde, noch in den letzten Tagen. Gott. Ja. Aber für 10 Euro. Ich habe noch irgendwo Badeanzüge gesehen von sonst wo. Die haben 70 Euro gekostet. Leck mich im Arsch, ey. Nee. So. Und dann habe ich mir Filme gekauft. Aber die packe ich jetzt erstmal aus. Das war eine Schere. Ha. 3D. Der Finger des Todes. ja. Ich habe einen älteren Film hier geholt. Den habe ich mir mal irgendwann auf Englisch aus Amerika auf YouTube angeguckt. In voller Länge. In Deutsch habe ich den, glaube ich, noch nicht gesehen. Und deswegen habe ich mir den geholt. In Deutsch. In einem Mediabook. Oder wie das heißt. Media... Ich weiß nicht. Diese von... Auf jeden Fall von Müller. Ja. Before I Awake, der war eigentlich ziemlich nett anzusehen mit dem Schauspieler. Ach ja, hier, Thomas, hier. Wie heißt er denn nochmal? Thomas Jane, stimmt. Thomas Jane. Cooler Typ, auch aus Thomas Jane, hier The Mist, der Nebel und mit den Haien da. Es gibt doch ja auch jetzt einen zweiten Teil, der soll ja scheiße sein, glaube ich. Sharknado, nein, wie heißt der denn nochmal? Ach, jedenfalls Thomas Jane hat schon, ach ja, Punisher hat auch irgendwie diese. Mit, wie heißt er noch? John Travolta. Ich gucke den eigentlich gerne, Thomas Jane. Und ja, und das ist dann dieser Horrorfilm mit Before I Awake. Ich glaube, der hat auch irgendwie ein positives Ende. Weil die meisten Horrorfilme hatten in letzter Zeit, also die letzten Jahre, immer so ein
Negatives, also immer da das Böse gewonnen. Ich weiß auch nicht, aber ist ganz nett. Es ist mit der DVD und Blu-ray. Ja, kann ich den bei meiner Sammlung mit reinstellen. Und dann habe ich letztens auf Google Play einen Film gesehen, der jetzt neu auf Blu-ray rausgekommen ist. Und ich fand, der war mal was. Gut, es war ein Film, da hatte Elemente von allen möglichen Filmen mit drin und so. Aber ich habe was ganz anderes erwartet. Aber während Ghostland, das Steelbook von Ghostland. Es gab von Ghostland auch ein, hier so ein Cape Light Gedöns da. Aber das war nicht so schön. Das war irgendwie das reguläre Cover, was es auch auf der normalen Blu-ray war. Gesicht drauf. Und ja, von innen sieht das so aus. Ich fand es eigentlich überraschend gut, den Film. Sehr dunkel und auch ziemlich hart, wie man so sagen mal. Und ja, auch eigentlich ein positives Ende. Und das Steelbook ist richtig schön. Es ist auch hier irgendwie geprägt, der Rahmen und so. Und die Püppchen und das Ghostland hier. Ja. Habe ich gerade erst vor einigen Tagen Freitag? Nee, Freitag war ja gestern. Da hatte ich irgendwie irgendwas anderes gesehen. So, und das sind die Sachen, die da drin waren. Achso, das muss ich noch ein bisschen klein schnippeln. Ja. Das war's, ne? Das wollte ich sagen. Und ich wollte sagen, das war erstmal das letzte Video für eine einige Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehmen kann, darf, ob ich da überhaupt filme. Bin echt wirklich lustlos und unentschlossen. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich mitnehmen soll alles. Naja, wir sehen uns denn beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gute und schlechte Unterhaltung mit einer besseren Playmobil-Männchen-Frisur. Eure Crazy Movie. Eure Crazy Movie Cat Tantrum. Tschüss.